Der Sänger und Moderator Günther Wewel ist tot. Wie seine Lebensgefährtin am Donnerstag mitteilte, starb er am Dienstag im Alter von 88 Jahren. Zuvor hatten die Westfalenpost und die Westfälische Rundschau darüber berichtet. Wewel war vor allem durch die erfolgreiche TV-Sendereihe Kein schöner Land bekannt geworden. Zwischen 1989 und 2007 wurden 150 Folgen der Sendung produziert. Sie erreichte regelmäßig ein Millionenpublikum. Der im Sauerland geborene Wewel hatte eine professionelle Opernausbildung und wirkte bei mehr als 80 Opernproduktionen mit. 1992 wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.